Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Hörer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen die ökumenische Gebetswache mit Papst Franziskus vom Platz der Protomärtyrer, der ersten römischen Märtyrer im Vatikan. Am heutigen 11. Oktober jährt sich auch der 62. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Domradio, Radio Horeb, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol. Und mein Gruß gilt natürlich auch allen, die über unsere Webseite, Facebook-Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, jedes Jahr am 11. Oktober gedenkt die katholische Kirche Papst Johannes des 23. An jenem Tag vor 61 Jahren eröffnete dieser Papst im Jahr 1962 das Zweite Vatikanische Konzil und schrieb damit Kirchengeschichte. Ja, und mit dieser Gebetswache am heutigen Freitagabend wollen die Synodenteilnehmer und Delegierten anderer christlicher Gemeinschaften die ökumenische Dimension der aktuellen Weltsynode bekräftigen und eben auch an den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 62 Jahren erinnern, ein Konzil, das für die Kirche eine neue ökumenische Zeit eingeläutet hat. So dienen als Inspiration für dieses Treffen, das nun gleich beginnen wird, auch zwei konziliare Texte, die dogmatische Konstitution Lumen Gentium und das Dekret über den Ökumenismus Unitatis Redintegratio. Die Wahl des Ortes für das Treffen, an dem Vertreter der verschiedenen christlichen Konfessionen teilnehmen, der Platz der ersten christlichen Märtyrer, ist kein Zufall. Der Überlieferung nach hat Petrus hier das Martyrium erlitten. Papst Franziskus hat schon auf dem Platz teilgenommen. Wir sehen hier viele Teilnehmer mit Kerzen in den Händen auf diesem abendlichen, geschichtsträchtigen Platz. Ja, wir hören zu Beginn dieser Andacht ein Grußwort von Kardinal Kurt Koch, vatikanischer Ökumenebeauftragter und Kurienkardinal. Heiliger Vater, liebe Brüder und Schwestern,
Wir haben uns heute Abend zu einer ökumenischen Gebetsandacht auf diesem Platz der Protomärtyrer versammelt, dem Ort, an dem einer althergebrachten Tradition zufolge der Apostel Petrus das Martyrium erlitten hat. Christen aller Traditionen, Brüder und Schwestern in Christus, Synodenteilnehmer, brüderliche Delegierte und Vertreter der verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften in Rom. Wir alle freuen uns, an diesem symbolischen Tag, dem 11. Oktober, Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, gemeinsam zu gehen und zu beten. Dank sagen möchten wir vor allem für die ökumenischen Früchte, die unter dem Impuls des Konzils reifen konnten. Besonders hervorzuheben ist hier auch der 60. Jahrestag der Veröffentlichung der dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, und des Dekrets über den Ökumenismus, Unitatis Redintegratio. Aus beiden Dokumenten werden wir in Lob- und Fürbittgebeten Auszüge hören. Auf die Verkündigung des Evangeliums wird dann ein langer Moment der meditativen Stille folgen. Möge dieses Gebet in uns den Wunsch erneuern, in einer synodalen Dynamik unseren gemeinsamen Weg zur vollen Einheit fortzusetzen. Lasst uns nun diese Gebetsandacht beginnen, in Gemeinschaft mit so vielen anderen Christen in der Welt, die sich uns über die Medien des Vatikans oder die mehreren Dutzend ökumenischen Gebetsinitiativen angeschlossen haben. Und rufen wir nun mit dem Azumus den Beistand des Heiligen Geistes an. Ja, wir hören das Azumus Sancte Spiritus. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil wurde es von den Konzilsvätern vor jeder Sitzung gebetet. Spiritus, Azumus Sanctus.
Sind wir, Herr, Heiliger Geist. Komm in unsere Mitte, sei uns zugegen. Ergieße dich mit deiner Gnade in unsere Herzen. Lehre uns, was wir tun sollen. Weise uns, wohin wir gehen sollen. Zeige uns, was wir wirken müssen, damit wir durch deine Hilfe dir in allem wohlgefallen. Lasset uns beten. Guarda con bontà. Herr, schau gütig auf deine Gläubigen und gieße in deiner Barmherzigkeit die Gaben des Geistes über dein Volk aus, damit es unaufhörlich in der Liebe zur Wahrheit wachsen und in aufrichtigem Streben und gemeinsamem Bemühen zur vollkommenen christlichen Einheit finden kann. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Che Dio vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ja, wir hören jetzt einen Passus aus der Constitution Lumen Gentium. Tibi Deo Gloria, Tibi Deo Gloria. Le Christ est la lumière des peuples. Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Wir preisen dich, o Schöpfergott, für die gute Nachricht von Jesus, die sich auf der ganzen Welt und durch die ganze Geschichte verbreitet hat. Tibi Deo Gloria.
human beings are called to this. Alle Menschen werden zu dieser Einheit mit Christus gerufen, der das Licht der Welt ist. Von ihm kommen wir, durch ihn leben wir, zu ihm streben wir hin. Wir preisen dich, o Gott des Lebens, für deinen universellen Ruf, in Einheit mit deinem Sohn Jesus Christus zu leben. Aus Lumen Gentium. Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses, vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Darbringung des Lobesopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir danken dir, o Christus, Haupt der Kirche, für das Geschenk deines Geistes, der uns in die Wahrheit einführt. Kraft dieser Katholizität bringen die einzelnen Teile ihre eigenen Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, sodass das Ganze und die einzelnen Teile zunehmen aus allen, die Gemeinschaft miteinander halten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken. Wir preisen dich, Jesus Christus, unser Lehrer und Retter, für all die Gaben, die wir von dir erhalten haben und die wir gerne mit den anderen teilen möchten. So erweckt der Geist in allen Jüngern Christi Sehnsucht und Tat, dass alle in der von Christus angeordneten Weise in der einen Herde unter dem einen Hirten in Frieden geeint werden mögen. Um dies zu erlangen, betet, hofft und wirkt die Kirche unaufhörlich. Sie ermahnt ihre Söhne zur Läuterung und Erneuerung, damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer erstrahle. Gelobt seist du, Geist der Liebe, Geist der Wahrheit, für dein Werk der Einheit unter uns, vor allem für die Einheit, die wir durch die Teilnahme an dieser Synode erfahren, du, der du nie aufhörst, uns Christus näher zu bringen. Ja, wir hören jetzt eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25, Verse 6 bis 8. Lektüre du prophète Esaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples
Der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen. Ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen. Ja, das war Anne Cathy Graber, eine mennonitische Wanderpredigerin. Halleluja, Halleluja. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen, schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist. Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura. Er bittet Frieden für Jerusalem, geborgen sein, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen, in dir sei Friede. Alleluja, 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 Alleluja. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien, Alleluja. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. Alleluja, 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 Alleluja. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Aus dem Evangelium nach Johannes. So spricht Jesus: Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen
und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast, Vater. Ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Alleluia! 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 Ja, jetzt hören wir eine kurze Lesung, Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 21, in folgenden Sprachen: Portugiesisch, Chinesisch, Swahili, Arabisch und Malayalam. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus disse: Pai, não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Yesu alisema, Baba, siwaombei hawa peke yao, bali niwaombea pia wale wote watakaoamini kwa sababu ya ushuhuda wa hawa. Ninawaombea wote wawe kitu kimoja, kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi ni ndani yako, ili na wao wawe ndani yetu na ulimwengu upate kuamini ya kuwa wewe ulinituma. صلى يسوع: أيها الآب، لست أصلي من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين سوف يموتون يؤمنون بي بسبب كلمة هؤلاء، ليكون الجميع واحدا أيها الآب، كما أنك أنت في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، لكي يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني. യേശു പറഞ്ഞു: പിതാവെ, അവർക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിതാവെ, അങ്ങെന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിലായിരിക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
Bei einem Gottesdienst in St. Paul vor den Mauern hatte Johannes der 23. gesagt, dass es Zeit sei, ein Konzil einzuberufen, um die Kirche wieder auf den Stand der Zeit zu bringen. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil leitete die katholische Kirche eine umfassende Erneuerung ein. Von Johannes dem 23. kann man vor allem zwei wesentliche Dinge lernen. Das eine sind Bescheidenheit und Demut, auch dann, wenn man ein Amt ausübt, das für die Welt von Bedeutung ist. Die Erziehung, die dem Roncalli-Papst in die Wiege gelegt worden war, hat er Zeit seines Lebens nicht vergessen. Er ist einer von den einfachen Menschen geblieben. Trotz dieser Einfachheit hatte Johannes der 23. einen unglaublichen Weitblick. Er berief das Konzil ein, weil er wusste, dass es an der Zeit war. Er wusste, dass die Kirche einen Sprung nach vorn machen musste, wenn sie nicht meilenweit hinter der modernen Welt zurückbleiben wollte. Johannes hatte eine klare Absicht für die Zusammenkunft. Sie sollte ein pastorales Konzil werden. Die Versammlung solle also nicht uralte Lehren wiederholen, sondern etwas sagen, was den Menschen von heute betrifft. Der Auftrag des Konzils war, die Dinge so zu formulieren, dass sie die Menschen der Gegenwart ansprechen. Johannes der 23. starb am 3. Juni 1963 im Vatikan. Am 27. April 2014 sprach ihn sein Nachfolger Papst Franziskus heilig. Sein Gedenktag ist der 11. Oktober, jener Tag, an dem 1962 das Zweite Vatikanische Konzil durch ihn eröffnet wurde. Ja, wir haben hier vorhin schon einige Passagen aus der Konstitution Lumen Gentium gehört. Die Konstitution, die das neue Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche darlegt. Sie definiert Kirche als die Gemeinschaft der Gläubigen, als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit. In dieser ständig zu reformierenden Kirche wird das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen betont, das bei Priestern und Laien in unterschiedlichen Formen verwirklicht wird. Das Bischofskollegium wird aufgewertet. Es leitet, wie eine ergänzende Erklärung von Papst Paul VI. Feststellt, die Kirche mit und unter Petrus. Unitatis Redintegratio heißt das Dekret über den Ökumenismus, das vom Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert und von Papst Paul VI. Promulgiert wurde. Inhaltlich steht das Dekret in Beziehung zur dogmatischen Konstitution Lumen Gentium über die Kirche, die am selben Tag wie das Dekret am 21. November 1964
von den Konzilsvätern beschlossen wurde. Unitatis Redintegratio verweist zwar auf grundlegende Unterschiede der von Rom getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften im Abendland, benennt aber verschiedene Gemeinsamkeiten mit anderen Konfessionen und würdigt die Bestrebungen der ökumenischen Bewegung. Wie in Lumen Gentium wird anderen Konfessionen Kirchlichkeit zugesprochen und gesagt, dass einige, ja sogar viele und bedeutende Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und ihr Leben gewinnt, auch außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche existieren können. Das geschriebene Wort Gottes, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere innere Gaben des Heiligen Geistes und sichtbare Elemente, all dieses, das von Christus ausgeht und zu ihm hinführt, gehört rechtens zu der einzigen Kirche Christi. Statt wie bisher von Heretikern und Schismatikern spricht das Dekret von getrennten Brüdern. Zur Erleichterung des ökumenischen Dialogs betont es den hermeneutischen Grundsatz einer Hierarchie der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dwelling in those who believe and pervade. Aus dem Dekret Unitatis Redintegratio. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche leitet und regiert, schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet sie in Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit der Kirche ist. Gott des Lebens, der jedem Wesen seit Ewigkeit Leben schenkt, wir bitten dich, möge dein Geist das Werk der Gemeinschaft und Einheit unter uns fortsetzen. Es ist notwendig, dass die Katholiken die wahrhaft christlichen Güter aus dem gemeinsamen Erbe mit Freude anerkennen und hochschätzen, die sich bei den von uns getrennten Brüdern finden. Es ist billig und heilsam, die Reichtümer Christi und das Wirken der Geisteskräfte im Leben der anderen anzuerkennen, die für Christus Zeugnis geben, manchmal bis zur Hingabe des Lebens. O Christus, Liebe des Vaters, der uns zur größten Liebe, der Liebe zum Nächsten berufen hat. Komm zu uns in jedem Getauften, dem wir begegnen, damit wir gemeinsam Zeugnis ablegen von dir und die Spaltungen ein Ende haben. Signore, noi ti preghiamo. Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Denn aus dem Neuwerden des Geistes, aus der Selbstverleugnung und aus dem freien Strömen der Liebe erwächst und reift das Verlangen nach der Einheit. Spirito Santo, Heiliger Geist, der du das Leben in Gott belebst, komm und erneuere in uns die Tugend der Nächstenliebe, damit unsere Solidarität und unser Einsatz für die Hungrigen, die Kranken, die Gefangenen, die Migranten und all jene, die die Hoffnung verloren haben, wachsen kann. Kyrie, Kyrie,
Taufe begründet also ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Daher ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat, und schließlich auf die vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft. O Dio, che ci hai creato, o Gott, der du uns erschaffen und uns in der Taufe neues Leben geschenkt hast, gib, dass wir deine Gnade in Fülle leben, damit wir eines Tages zur vollen eucharistischen Gemeinschaft gelangen. Signore, noi ti preghiamo. Das Konzil erklärt seine Überzeugung, dass dieses heilige Anliegen der Wiederversöhnung aller Christen in der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt. Darum setzt es seine Hoffnung gänzlich auf das Gebet Christi für die Kirche, auf die Liebe des Vaters zu uns und auf die Kraft des Heiligen Geistes. O Christus, unsere Hoffnung, du hast uns deine Gegenwart für immer versprochen. In der Liebe des Vaters und der Kraft des Geistes finden wir unsere Stärke. Lass uns mit dir beten, dass wir eins sein mögen, damit die Welt glauben kann. Oh, yeah.
Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, das Gebet des Vater unser. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Manifesta su di noi, o Padre, l'abbondanza della tua misericordia. Schenke uns, o Vater, die Fülle deiner Barmherzigkeit und beende durch die Kraft deines Geistes die Spaltungen unter den Christen, damit deine Kirche als ein unter den Völkern errichtetes Zeichen leuchte und die Welt erhält durch deinen Geist an den Glaube, den du gesandt hast. Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. With you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ja, das war der Segen von Papst Franziskus. Wir sind hier zugeschaltet auf den Platz der Protomärtyrer im Vatikan zur ökumenischen Gebetswache mit Papst Franziskus. Und mit diesen Bildern endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.